So Leute, der letzte Part. Yeah. Jetzt können wir eine halbe Stunde durchmachen. Hä? Bist du da? Guck mal da durch. Die Schirnfälle, ja, ja, Mann. Diesen Geheimweg wusste ich gar nicht. Naja, was kann man alles hier Neues finden, ja. Rätsel? Nein. Na, heute ist es soweit. Ich werde ja, ja. Das ist ja aufregend. Ja, ehrlich, wird die Belle, die Dame mit dem feinsten Modegeschmack Londons, mein geheimes Erfahren. Ich bin schwul. Ehrlich, wird sie mein Traum. Hat sie gerade geklopft? Von einer Designer-Kollektion erfüllen. Ich mag ja der best angezogenste Gentleman der Stadt sein. Und da widerspricht mir wohl keiner. Aber niemand hat einen. Ich muss niesen. Aber niemand hat ein solches Gespür für den neuesten Trend wie ein Mädchen ihres Alters. Jedes Genie braucht eine Muse, eine Inspiration. Und das wird Belle sein. Oha. Na dann viel Glück dabei. So unnötig. Wohnt er? Kann man nicht. So. Boah, ey. Ah, mein Arm. Verstecktes Rätsel. Gibt's nicht mehr. Monsieur Amigo, hello, ich habe mich völlig perso verlaufen. Eine alte Bekannte? Wie sehr sind Sie wieder auf Entdeckungsreise, mein Bester? Ich habe einen magnifiken Artikel über die famous Untergrundhöhlen auf El Mundo gelesen. Massisi. Ich habe immer Probleme, mit diesen Typen zu lesen. Sie meinen unterirdische Kavernen, wie jene, in denen man vor wenigen Jahren antike Ruinen fand? Hi, Exactement. Ich war gerade on my way, um die subterranen Ruin of Rome zu inspekten. Guck, auf einmal war ich perdu. Perdu. Moment, Sie waren auf dem Weg nach Rom und sind hier gestrandet? Tak, der Weg des Französisch. Voyage. Ist lang und gewunden, aber diesmal werde ich mein Ziel sehr do erreichen. Alle, da wird gerade kollidiert sind. How about ein Rätsel auf die Hand? Oder verrückt, ey. Ja, so ein Remixer, der beste Remixer. Mehr Froschfrau. Ach so, das ist ein leichtes Rätsel. Du sollst alle, zum Beispiel, hier soll der weiße Frosch, hier soll der orangene Frosch. Ach so, ja, okay. Sechs Frosche sitzen auf Fällen. Lassen Sie euch herumfinden, bis jeder auf den Fall mit dem in seiner Farben passenden Schleife rockt. Folgende Regeln müsst ihr dabei. Frösche können zum nachbarten Fall hüpfen, wenn dieser frei ist. Ein okay. Frosch kann über einen anderen Frosch über hinweg hüpfen, wenn dahinter ein Fall ist. Frösche können nicht über zwei Frösche hinweg hüpfen. Ach, die sollen einfach auf ihre Farbe, ne? Ja. Schon ein Fehler, ich weiß. Ich hab auch so gesehen. Der blaue muss wieder rüber. Warte neu. Warte mal. Lass die schwarzen erst ziehen. Ja. Ich glaube ja, erstmal den schwarzen nochmal rüber bekommen. Der rote. Ja, okay. Der schwarze rüber. Und dann der rote. Also. Ach ja, stimmt, ja, stimmt. Warte mal, ich muss jetzt den richtigen Gedankenschritt machen. Ja. So. Ja. So. So. Und so. Der muss dahin, oder? Ja. Mhm. Ja, ist richtig. Ja, okay, so. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Es kann noch komplizierter werden. Easy. Vielleicht ist es Wie wäre es hiermit? Ich mache jetzt halbe Stunde durch, okay? Da bin ich aber erleichtert. Ja, ein simples Rätsel. Was das Rätsel bezeichnen kann. Scheiße, Mann. Magnifique. Damit kann ich meine Odyssee endlich fortsetzen. So lang. Ich wünsche euch Bonne Chance auf all euren. Bonne Chance. Estradas. Estradas? Ich kenne niemanden, der sich so gut verlaufen kann wie Sie. Wissen Sie das? Ich bin völlig perplex. Ja. Hey, irgendwann was Neues. Boah, ich hasse den Typen einfach zu lesen. Ich hasse es einfach. Oh, das sieht schwer aus. Alle Fähnchen holen. Das sieht zu schwer aus. Ist es auch. Weil wie wir haben hier davon? Wir können eigentlich auch wieder hier rüber. Wir können hier rüber hüpfen, würde ich mal sagen. Okay. Ich glaube, ich mache hier schon eine.
Ach so, deswegen, okay. Oh nein, was mache ich da? Kurz hier hoch. Ah, ist ganz simpel. Ich hatte gerade so Bedenken. Da ist noch ein Baum. Ach, wir haben noch einen Springer. Ja, noch einen Springer. Okay. Jetzt nach unten. Oh. Ja. Okay, Scheiße. Ich habe eine Idee. Okay, mach. So, fette. Hoch, dann links, oder? Dann so. Dann so. Ah, nach oben fehlt, ne? Shit. Sonst wäre das alles richtig, ne? Stimmt. Ich hab da eine Idee noch. Lösche. Warte mal, könnte so gehen? Ich könnte darüber springen? Nein, da geht er auch straight forward weiter. Also, deswegen, das muss zum Schluss sein. Ja, das muss am Schluss sein. Okay, dann muss man kurz so. So. Kurz nach oben. Was? Hier hin. Nein. Das hasse ich manchmal an diesen komischen Dingern hier. So, so, so. Warte mal, ich hab da eine Idee. Ich mache nicht gleich so. Dann fährt er wieder zurück. Ja, ja, ja. Oben. Nicht schlecht. So. So. Dann so. Ja. Ja, okay. So. Dann so. Yeah. Ich überlege gerade, warum bin ich da vorne darauf gekommen? Hm? Ach, falsche Richtung gezeigt. Ja. Ja, falsche Richtung gezeigt. Abfahrt, jetzt ist es richtig. Du musst doch ein bisschen der Köpfe anstrengen, dann geht's ja auch. So, so, so. Yeah. Geht doch. So simpel ist es ja. Davor hatte ich immer solche Probleme bei dem hier. Sind ja noch 6 Stück. Jetzt auf einmal diesen Let's Play kann ich das. Einfach so. Marie? Ja, gibt uns nichts mehr. Wieso ist die Biene hier nochmal? Die wird später, mit dir passiert noch später was, du wirst lachen. Mit mir verwandelt sich. Du wirst schon sehen. Das ist eine witzige Stelle. Ich muss niesen. Sieh mal, Luke. Das ist die Genie. Alter, Gesundheit oder so. Danke. Ich muss mal später wieder da noch hören. Oh je, bin ich nervös? Entspann dich. Wir bleiben einfach schön im Hintergrund und lassen Taubers die Arbeit machen. Darauf klicken. Diese Wache stehen, zieht sich ganz schon in die Länge. Ich kann es kaum erwarten, mir endlich einen warmen Happen zu genehmigen. Klingt echt verlockend. Er könnte gleich werden, bedaffende Fleisch passiert in Fitzsoße. Aber lass Bostro unser Gerede über Essen bloß nicht hören, sonst macht er uns zum Hacken, Peter. Aber als ob er sich zur Aufgabe gemacht hätte, uns ständig auf die Finger zu schauen. Grausig. Da stehen die zwei Schufte. Los, Taubers, das ist dein Auftritt. Auftritt, Auftritt! Nein, Taubers, den Spruch. Seeleine und Kaspar. Hä? Hey, Bami, hast du das gerade Bostos? Bami? Nein, Bami. Ja. Ja, irgendwo von dort drüben. Er wollte, dass ich Leine ziehe. Oder hat er mit dir gesprochen? Ich denke, er hat uns beide damit gemeint. Hast wohl recht. Zu Befehl, Bostos, das brauchst du uns nicht zweimal zu sagen. Aber gerne doch ziehen wir Leine. Tonte mal, Thomas. Geil, geil. Hervorragend, jetzt können wir endlich nach Scheinertor. Da haben wir uns ja. Zieh Leine, du Kasper. Du kannst jetzt damit aufhören, Taubers. So gedisst. Da wir mussten sehr viele Rätsel, also bestimmte Rätselanforderungen gemacht haben. Ja? Das ist so ein Rätselanalysator. Okay. Was sind das für ein blinkende Gerätschaft am Tor? Oh nein, das ist ein Rätselzähler. Oh nein, was hast du denn, Luke? Diese 10
zählt die Anzahl der Rätsel, die man bisher gelöst hat. Das Tor öffnet sich nur für jene, die eine festgelegte Anzahl an Rätsel gelöst haben. Ja, noch alle. Hier, schau dir die Anzahl. Ja. Da steht 50. Ihr habt doch hoffentlich bereits 50 gelöst, oder? Ich noch 60. Ich weiß nicht genau, aber ich will diese Maschine trotzdem mal ausprobieren. Suche uns das Fehlerrätsel. Ja. Bestätigt, Zugang gewährt. Geht doch. Puh, für einen Moment hatte ich Zweifel, aber es sieht so aus, als könnte mir passieren. Wie unheimlich. Am Ende dieser Straße gibt es einen zweiten Professor Layton. Eine Konfrontation mit mir selbst. Ein sehr seltsames Gefühl. Ich kann nach wie vor nicht glauben, dass hier ein zweiter Professor herumläuft. Ich versichere dir, dass es ihn gibt. Bald wirst du es selbst sehen. Dritte. Guten Tag, wohnen Sie hier? Ob ich hier wohne, hört sich einer an. Als empfindsames Wesen existiere ich überall und nirgendwo. Die ist ein bisschen depressiv. Nun, das klingt ziemlich interessant. Bin du vorhat, es mich zu fragen, wo sich mein physischer Körper aufhält? Sag ich. Okay, wenn du vorhat, es mich aufhält, ich sag's dir. Ja, ich wohne im Chinatown. Hier findet ihr Wesen, Wunder und exotische Waren aus aller Welt. Aber das alles ist uninteressant. Materielle Objekte sind bloße Staubpartikel im Universum. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin an eine falsche geraten. Du hast gerade erst begonnen, in der Welt von dich hinzu existieren, junger Mensch. Das Lebens größte Mysterien werden für dich ewig ungelöst bleiben. Zum Beispiel dieses hier. Hab ich 63 Feet, oder? Das kriegen wir bestimmt bei den alten Opa, der daneben war. Ach so. Eine dieser Schüler hat ein Fenster zerbaut und will das nicht zugeben. Nacheinander hörst du die Aussagen der Prozent zittern. Ich war's nicht. A sagt die Wahrheit. D lügt. Ich war's ganz sicher nicht. Einer sagt etwas sehr Auffälliges, was ihn als Lügner enthüllt. Aber wer? Okay, die haben was kaputt gemacht und jetzt musst du herausfinden, wer der Lügner ist, ne? Mhm. Ich war's. Ah, sagt die Wahrheit. Das war C. Was? Das war C. Warte, ich war's nicht. B sagt, A sagt die Wahrheit. Das stimmt, das. D lügt. Irgendwie ist C der Einzige, der irgendwie andere beschuldigt. Oder? Ich war. Ja. Guck mal, A sagte, ich war es nicht. Und sie und B bestätigt das. Ich sag mal C, okay? Na, ja, okay. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Sag ich doch. Ja, okay. Ich wusste es. Obwohl Schüler D noch gar nichts gesagt hat, behauptet er schon. Ja, ja, du hast eine andere Erklärung gehabt. Ach so, okay. Stimmt, wenn man so bedenkt, das ist die Wahrheit. Suche Antwort auf deine Fragen. Das ist die Individualität, Ursprung. Nur daran musst du dich halten. Dann wirst du den Wert unendlichen Moments, den wir Gegenwart nennen, begreifen. Danke für das Komplett. Ich muss jetzt wirklich gehen. Wiedersehen. Da gibt es noch ein Rätsel. Jörg. Hallo, Jungspunde, sag mal, habt ihr schon innegehalten, um dieses fabelhafte Tor zu betrachten? Dieses prächtige Bau soll glückbringende Geister in diesem Viertel willkommen heißen. Ein atemberaubendes Kunstwerk, nicht wahr? Sagen Sie, sind Sie mit dem Umgebung vertraut? Sie meinen Chinatown? Ja, viele würden mich wohl als recht ortskundig bezeichnen. Wie Sie von meinem Namen her schließen dürften, gibt es hier unzählige asiatische Läden und Restaurants. Viele Leute aber wissen aber nicht, dass die Gebäude hier gar nicht so alt sind, auch wenn es so aussieht. Man sagt, das Hauptquartier des Clans sei in dieser Gegend. Mein Freund, sprechen Sie bitte leiser. Selbst wenn es ein Geheimnis ist, sollte man so etwas nicht in aller Öffentlichkeit egal. Der Professor will Sie wohl eigentlich fragen, wie wir dorthin kommen. Hui, du nimmst kein Blatt von dem Mund, mein Junge. So hat es bewundert. Sag euch was, löst dieses Rätsel und weise euch den Weg zum Hauptquartier des Clans. Ja, 63. Mhm. Okay. Wenn dieser wunderliche Herr mit den Fingern zählt, tut er das in der unter abgebildeten Reihenfolge. Hat er von 1 bis 5 gezählt, beginnt er mit der 6 in derselben Reihenfolge wieder von vorne. Bei welcher Finger kommt er an, wenn er mit diesen zahlenweise bist? Kreise den richtigen Finger ein.
Soll ich jetzt so lange zählen, bis ich dir auf die Antwort komme, oder Nein, was? Nein, einfach Mathe. Geteilt. Also, wie jetzt? 6 durch 73? Oder 773? Bei... Ich rechne mal. Hier. Willst du mich verarschen? Schritt mich jetzt dividieren. Ich sag dir, hier. E? Ein 3? Ja. Ich wollte auch spontan sagen 3, aber ich weiß... Spontan? Ich hab eine Erklärung dafür. Okay, mal Antwort. Ja, das sieht vielversprechend aus. Ja! Ich warte auf deine Erklärung. Okay, warte. Da muss ich einen Fehler gemacht haben. Wegen seinen dicken Finger bestimmt. Was stand da? Achte genau. Sag jetzt nicht, das war deine Begründung wegen den dicken Finger. Nein. Ich glaube 3 war es. Das da? Ich habe gerade 3 gesagt. Ja, das habe ich doch eben gemacht. Du hast gerade 2 gemacht. Wo ist denn 3? Da, 3. Ach so! Ich dachte hier 1, 2, 3, 4, 5. Du musst auch schon die Zahlen betrachten, wenn du das willst. Junge, wieso ist das so komisch? Ich weiß nicht. Du musst neu machen. Ah, Junge. Deswegen war es falsch. Nein, guck mal, ich dachte, er zählt so 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ist es dann. Also er macht 1, 2, 3, 4, 5 und sowas, oder was? Ja. Ja, okay, dann ist das. Sag ich ja, wieso zählt er so behindert? Ich habe auch diesen Finger gemeint. Ja, aber wieso zählt er behindert? Ja, im Grundstück nicht aufgepasst. Antwort. Aber ich habe ihm 3 gesagt, ne? Ja, du hast 3 gesagt. Ich habe mich schon gewundert, warum du auf 2 zeigst. Ja, aber, hä? Wieso? Mal sehen, ob das stimmt. Junge, wieso zählt er den Trottel? Junge, ich habe doch 3 gesagt. Ich habe schon gesagt, in der Grundschule nicht aufgepasst. Richtiger Dummkopf, Mann. Er ist der kleine Figari, ja. Ja. Oh, mit diesem Rätsel habt ihr einen kurzen Prozess gemacht. Hier ist euer Preis. Seht ihr das große Gebäude dort? Sie meinen dort den hohen Turm in der Ferne? Exakt, das ist der Pagodenturm, in dem sich der Zentrale des Clans befindet. Ich glaube, Musti wird nichts mehr von diesem Spiel checken, wenn er ankommt, oder? Ich glaube, Musti wird nichts mehr von diesem Spiel checken. Glaube ich aber. Der Herrscher über diesen Ort ist eher ein Monster als Mensch, so sagt man. Und er trägt einen Zylinder, genau wie Sie. Aber genug davon, genießen Sie Ihren Aufenthalt in Scheinertal. Einen schönen Tag noch. Münzen, du hast dich gesucht hier. Ja, stimmt. Das war schon wie klar. Die Lampe. Hab schon versucht. Achso. Ich gehe erstmal dahin. Bananenrätsel. Bananenrätsel? Ach, ja. Da wo ausrutscht, ja, das war, willst du wieder machen, das ist ja, ja, okay. Ist ja richtig easy. Ja. Was kümmert euch um Bananenschale, Mann? Rutschbananen zwar. Was, ich muss mal gerade den Weg mal da angucken. Ja, ich hab die Lösung. So schnell? Ja. Soll ich dir sagen? Es geht schnell. Oh. Ah, okay. Machen wir ganz nach oben. Dann nee, ich weiß schon. Ja, du hast es. Jetzt einfach den ganzen Weg ganz stumpf nach oben und dann nach rechts und danach ja, so weiter. Sag doch. So ein leichtes. Das hättest du auch von der Fanger machen können, das meine ich nur. Ja. Ja, diese Bananenritze sind doch voll einfach. Mhm. Ich glaube nur ein Dummkopf würde ja. nur ein Dummkopf würde da nicht weiterkommen. Wie wäre es hiermit? Puh, da bin ich aber erleichtert. Das ist echt so, weil echt ein Dummkopf kommt echt da nicht weiter. dieser Mensch muss irgendwie ein bisschen unterbelichtet sein. Wer auch immer diese Schale hinterlassen hat, nicht die beste Manieren. Ja, Mann, ihr regt euch irgendwie zu viel auf über Bananenschalen hier. Ha. Ah, gut gemacht, Alex, gut gemacht. Okay, verstecktes Rätsel. Yeah. Wir haben noch 10 Minuten. Hörst du eine Rechnung? Okay. 10? Nee, lies das mal. Hier wurde mit Streichhölzern eine mathematische Gleichung in römischen Ziffern gelegt. Achso, okay, üblicherweise würde man sie so schreiben. 1 plus 11 gleich 10. Wie viele Streichhölzer musst du mindestens bewegen, um daraus eine konkrete Gleichung zu machen? Wie viele man bewegen muss? Ja. Dann wäre das... Um da 10 rauszubekommen? Ja, nein, das müsste ich 10. Das kann auch ein V sein. Das ist 5 dann. Und das muss hier vorne sein. Wieso kann das ein V sein? V heißt 5. Ja, aber wie kommst du auf eine 5 ein V dann? Wie kommst du gerade auf V, wenn das eine 10 ist, eine X? V ist 5 auf römisch. Ja, ich weiß, aber wie kommst du auf V? Weil man das Dings da machen muss. Verschieben.
Alle guck mal, da muss das 1 und 4 sein. Ich dachte, die 10 muss so bleiben. Nee, und das nee, dann nee. Also schon mal zweimal bewegen. Und hier müsste das hier vor dem hier sein. Das ist 3. 4 meinst du? Also das muss so sein. Nein, das wäre 9. Das ist wenn, 4. Was? Wenn du das reicht als vor dem... So, guck doch. V, nicht X. Ach so. Das ist 4. 1 plus 4 sind 5. Ja, wie viele Streichhölzer musst du bewegen? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, komm. Also kann man nur. Ja, wahrscheinlich. Das ist meine Antwort. Hey! Sag ich ja. Irgendwie war es so. Also, dann nochmal von um die Ecke vorne. Oder von der Seite oder auf den Kopf. Ah! Hey. Wieso? 9? Ja. Ja. Einfach nur noch so. Also 1. Dann wäre das auch 9. 9 plus 1 ist 8. Ja. Ja, okay. Das andere wäre auch logisch gewesen. Ja, aber meins habe ich auch irgendwie schon richtig gesagt. Das ist meine Hast du 1 gesagt? 1, nicht 9. Scheiße, Mann. Also, dann nochmal von vorne. Oh, ich habe vergessen. Mann. Ey, ist unnötig, jetzt Punkte ver... Ah. Okay. 1. Ich bin so dumm auch noch, Mann. Ich mache einfach 9 rein. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Hä? Die Frage ist nur ein Streichholz, oder? Wie viele Streichhölzer muss man bewegen, um dann den richtigen Gleichstand zu bekommen? Ist doch so. 1. Oder meint man, dass man das Ganze bewegen muss? Auf dem Kopf! Auf dem Kopf meinen die, ne? Hä? Soll ich was testen? Wir können jetzt eigentlich alle Zahlen ausprobieren, weil wir haben es schon zweimal gemacht. Soll ich was testen? Was denn? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ich wusste das! Du musst nur auf den Kopf drehen. Puh, da bin ich aber allein. Jawohl! Die Wichser. Aber meine... Ey, so schön. Junge! So eine Kacke, Mann. Ich wusste das. So eine Wichs-Scheiße, Mann. Das ging auf, ne? Ja. Shit. Cool, wir haben schon 71 gelöst von hier, wir sind echt schnell. Oh, süße Nase. Willkommen in Mayas Reich der Bücher. Vielen Dank, ich sehe, dass die Auswahl nicht darüber. Ja, wir haben unsere Aufgabe erhoben und ja. Das muss ich echt nicht vorlesen, bitte Leute. Das ist nicht Story-relevant, das ist nicht wichtig. Wir haben schon 71 Rätsel. Wo war ja am Anfang 14 Rätsel, oder? Ja. Wir sind zu schnell. Schauen Sie sich nur all die Geschenke an und diese köstliche Duft. Hier kocht doch jemand. Du scheinst sie gegen ins Herz geschlossen zu haben. Am besten wir hören uns ein wenig rum. Ich glaube, ein Rätsel geht noch, ne? Zwei Rätsel gehen noch, glaube ich. Ja, okay, gut. Hallo, kleines Fräulein. Oh, hallo, der Herr. Hallöchen. Und Hallöchen zurück. Ich liebe solche höfliche Begrüßungen. Ihr nicht auch? Natürlich schließt sie mir wahre Gentlemen. Ja, die Welt wäre ein schöner Ort, wenn jeder so höflich wäre wie ihr. Die Leute in dieser Stadt sind so... Wie sagt man? Ungehobelt. Okay. Was ist das? Also, Kamiko, ja. So nennt man zumindest meine Mutter. Wohnst du etwa in dieser Gegend? Ja, mein Vater musste hierher ziehen und hat mich meine Mutter mitgenommen. Und meiner Meinung nach war dieser Umzug ein solch schlechter Idee. Seitdem Vater hier arbeitet, war er kein einziges Mal zu Hause. Bestimmt ist Bastou ihr Vater. Und meine Mutter schimpft nur darüber. Oh, was arbeitet er denn? Mein Leiter. Dass ihn so davon abhält, nach Hause zu kommen. Gute Frage. Ich weiß nur, dass ich sicherlich keinen Ingenieur heirate, wenn ich groß bin. Also ist dein Vater Ingenieur, ja? Ja, Vater ist umgesiedelt, als seine alte Firma aufgekauft wurde. Ist das zu glauben? Könnt ihr euch vorstellen, eine Firma zu kaufen? Das muss doch super reich sein. Mit Sicherheit. An meinen Vater hat mich neulich ein Rätsel übernommen. Ja. Hat mich 65? Nein. Ich glaube, das 65 findet man im Haus. Nach 65 war das mit dem Streich heute. Ach so. Glaube ich. Nein, das war nicht 65, das war 154. Stimmt, 65 fehlt trotzdem. Ja, ein vermögender Herr betrachtet in einem Antiquitätenladen mit Porträtzeichnungen verzierte Vasen. Eine davon scheint ihm sehr zu gefallen. Oh, dieses Profil und der runde Bauch, der sieht genauso aus wie ich. Diese Vase muss ich haben. Na nun, auf dem Vasen sind noch ein Gesicht abgebildet. Welche Vase? Oh, dieses Profil und der runde Bauch? Ja, der runde Bauch. Die meint damit seine Figur, ne? Ja. Also das heißt, entweder das oder das, oder? Doch, hier, das ist dieser Kopf. Nein, das ist es nicht. Guck mal genau hin. Probier aus, ich sage A ist das. Oder C. Ich sag B.
Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Nein! Aber wieso? Ich verstehe es nicht. Also, dann nochmal von vorne. Hä, aber dann tut gar nicht die Figur wie A. Ja. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Sag ich so. Ich weiß, ich wusste noch teilweise die Antwort. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ah. Ich glaube, deswegen war es so unterbewusst, habe ich für A entschieden. Ah. Mann. Ja, das war eine Lösung. Nicht schlecht. Vielen Dank, Anwar. Mach ich jetzt mal, gebe ich mein Bestes. Ja, ja, ja. Yay. Aber das war noch ein ja, das war. Was? Ah, du hast sie untersucht. Kann ja auch im nächsten Part. Ah, zurück. Wieso willst du ein verstecktes Rätsel haben? Ja. Ich weiß auch bei ihr eine Rätsel. Ah, zurück erstmal. Wegen der Hinweis mit sie vielleicht und sowas. Und da war noch niemand, deswegen. Ja, da gibt uns auch ein Rätsel. Richtig Japan hier. Also China, ja, gesagt. Okay, die letzte Rätsel, okay? Tag, alles klar. Mit. Ich frage mich, ob du etwas Näheres über den Herrn weißt, der dort im Pagodenturm wohnt. Aber klar doch, jeder kennt ihn. Mit dem ist nicht gut pirschen, ersten Mann. Was willst du damit sagen? Nun, ihr wisst schon. Eine Meute Halbirne untersteht seinem Befehl. Ganz schön fiese Halbirne, wenn ihr versteht. Da ist doch wohl klar, dass der Chef dieser Horde nicht gerade ein Märchenoper ist. Verstehe. Er und seine Rudel haben die meisten wieder ziemlich eingeschüchtert. Vor der Tür traut sich niemand mehr. Wahrscheinlich sind Rätsel deswegen hier so beliebt. Hier, ja. 65. Ah, okay. Das haben wir, ne? Mhm. Oh, scheiße. Was ist das? Ankreisen, ne? Dieser Junge hat 5 Sätze mal Formeln an der Tafel gemacht. Er scheint seine Gesetzmäßigkeit dahinter zu verbergen. Doch halt, eine der Bezeichnungen passt nicht zu den anderen. Kreise die Formeln, der aus der... Reihe tranzt. Das Eckige? Nein, glaube ich nicht. Unten rechts, oder? Und die Wolke! Die Wolke! Das ist keine Wolke, das ist eine Blume. Achso, warte mal. Die gehen alle in die Richtung? Das da. Das da oder das da, jetzt mal rein. Warte. Dream... Dream, 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 Dream. Scheiße. Ich will mal sagen, das hier spontan. Sag mir wieso. Ich weiß nicht, unterbewusst. Nein, irgendwas passt ja nicht. Mein innerer Gautam sagt, dass es. Ja, aber sag mir, was da falsch ist. Es geht so. Ich würde die Wolke sagen jetzt. Okay, sagst du das? Ja. Okay. Ich sag, das ist falsch. Mal sehen, ob das stimmt. Sag ich ja. Und wieso ist die Blume nicht? Ich weiß nicht. Da muss ich einen Fehler gemacht haben. Regelmäßigkeit? Ja. Ja, vielleicht die Richtung, ne? Mhm. Ich habe. Oh, leck mich doch, hier komm. Was machst du da? Das war schon. So sollte es stimmen. Hä? Ja. Wieso? Sag ja, mein innerer Gautam sagt ganz ja, wie sagt ich vermutete. Oh, Mann. Was? Ach so. Es hat 5 Dinger. Und die anderen haben 6. Ah. Kleiner Penner. ja. Okay, noch ein Rätsel. Ein Rätsel geht noch. Okay. Das ist da drin. Wir reden mal mit der hier. Yeah. Willkommen in Chilis Neuselpalast. Ich bin Chili und wenn ihr gutes Essen schätzen wisst, dann ist dies der richtige Ort für euch. Das klingt köstlich, doch wir sind auf hungrig nach Antworten. Hatten Sie etwas dagegen, wenn ihr Ihnen eine Frage gestellt würden? Wieso bestellt ihr nicht? Dann reden wir während ihr schmaust. Na gut, was können Sie empfehlen? Mögt ihr Dim Sum, diese kleinen chinesischen Delikatessen, die zum Tee vorzüglich schmecken? Oh, klingt fantastisch. Ja, wir haben ein großes Sortiment an gedünsteten Klößen und an unsere Suppe. Kennst du das? Ich kenne die Lösung. Aber kennst du Dim Sum? Nein. Schmeckt so lecker, ne? Ja? Ja. Nein, bitte nicht sagen. Ich weiß die Lösung. Bitte nicht sagen. Das ist richtig simpel. Okay, lies vor. Auf diesen Tresen sind 5 Schalen Nudelsuppe aufgereiht. Manche mit den manche ohne Fleisch. Ohne die Gerichte mit gemütlich wenig Aufwand sehen so neu an, dass Suppen mit den oder mit ohne Fleisch abwechselnd stehen. Wie viele Züge sind mindestens nötig, um diese Aufgabe zu bewältigen? Falls du 2 Schalen mit einem Handgriff vertauscht, zählt die trotzdem mal 2 Züge. Thomas, mal. Ich kann die Antwort sagen. Aber nicht deine Antwort eingeben. Sag mir erst deine Antwort, dann sage ich dir, ob das richtig ist. Okay? Was ist? Was musst du denn genau machen? Alle Gerichte, Gerichte so anordnen. Dass es abwechselnd ist, ne? Ja. Eins? Ja. Okay.
Wusste ich doch. Na, ihr werdet gleich sehen, dass das die Gründe nicht so leicht. Ich, nein, du schiebst einfach dazwischen, ja, oder? Ja, nein, 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 du schiebst aber das letzte einfach nach vorne. Ne? Nach vorne. Das letzte einfach nach vorne. Aha, egal, alles richtig. Geht noch ein Rätsel, geht noch ein Rätsel? Da war es noch jemand, deswegen. Ja, na, Schweinefleisch süß-sauer, für mich ebenfalls. Hm. Sehr viel, ja. Bitte, was wollt ihr noch was fragen? Und vor 10 Jahren lebt in London, aber in diesem Teil des Chinatown erinnere mich auch nicht. Wurde diese Gegend vor kurzem neu errichtet? Meine gute Frage, erst kürzlich habe ich das Restaurant eröffnet. Da weiß ich nichts darüber. Ein Investor erzählt mir, dass das Viertel wäre reif für ein neues Restaurant, also zog ich her. Interessant. Für erste Dank und jeden für sie, ja. Professor, diese Suppe ist einfach delikat. Ja. Komm, ein Rätsel geht noch. Was? Ah! Ja. Ich weiß noch, wo ein Rätsel ist für dich. Wo? Der Typ hier. Komm. Das ist so ein Perversling. Du, er sieht wirklich aus. Er sieht doch cool die Nase an. Schauen Sie sich bloß die vielen Spielsachen hier an. Du bist verrückt nach Spielzeug, ja? Come on. Das war ich mal, aber... Jetzt, als ich älter bin, habe ich für sowas keine Zeit mehr. Ja, aber für ein Spielzeugauto hast du doch genug Zeit, mein Junge. Da sagen Sie was, Professor. Dem Spielzeugauto kann ich einfach nicht widerstehen. Ein Spielzeugauto, sagst du? Lass mich mal sehen. Ja, das ist eine meiner Kreationen. Wirklich? Oh, das ist ja irre. Hey, vielen Dank auch. Da du so ein großer Film bist, habe ich ein besonderes Angebot für dich. Schenke ich dir eine spezielle Karte für dein Auto. Das geht doch ab. 68. Kommt hin. Du musst die versteckten Rätsel noch vielleicht finden. Vielleicht gibt's ja dieses Spielzeug, denkst du. Okay, weiter geht's. Ich weiß nicht mehr. Oh. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Egal, komm. Und siehst du zwei Papierbögen A und B, die jeweils, die zweimal mittig gefaltet wurden. Die rot markierten Linien auf den rechts von Bogen A gezeigten Bild stellen dar, wo ein Teil ausgeschnitten wird. Es gilt nun, einen Teil aus Bogen B auszuschneiden, sodass die Formen der Löcher in der Mitte beider Bögen nach dem Auseinanderfalten absolut identisch sind. Was? Guck, zeichne mit einer durchgänglichen Linie auf den gefalteten Bogen B ganz rechts den Schnitt ein, der gemacht werden muss. Ach so, okay, warte. Unten siehst du zweimal... Was? Ja, okay. Die rot markierten... Hä? Ach so, die rot markierten... Ausgeschnitten wurde wie? Wie ausgeschnitten? Ich weiß nicht. Boah, ich will jetzt essen. Ich hab Hunger. Stellen da, wie wo ein Teil aus. Ach, das ganze Ding wird aufgeschnitten. Mhm. Ich glaube, die haben dieses Spiel in weniger Parts fertig. Scheiße. Okay, ich habe eine Idee. Das soll genauso aussehen dann, ne? Mhm. Ja, wieso ist es so klein? Das ist nur ein Teil von denen, ne? Mhm. Aha, okay. Okay, ich muss mir alles bildlich vorstellen. Hm. Wenn ich das so habe, dann knicke ich das nochmal. Schneide ich das. Kein Blatt. Hier. Soll ich testen? Mhm. Aber nicht aufmachen. Nur der obere Ecke benutzen. Wie? Kapi braucht es, glaube ich. Na, ich muss mir das nur vorstellen. So. Ja, so. So, ich knick das so. Ist das normal so? Ich darf klicken, oder? Mhm. Scheiße, da kommt nicht diese Form raus. Ja, ich weiß auch. Die mittlere links, ne? Hier. Das muss dann. Ich habe auch so eine Ahnung, aber sehen wir mal. Irgendwie so mittig sein, ne? Oder so? Entweder so oder so, hätte ich gesagt. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ja, geht doch. Guck, so viel war's nicht. Ich wusste es. Geht doch. Ja, da hast du aber Bühne zu. Ja. Vielen Dank. Scheißegal, Mann. Komm jederzeit vorbei, spiele ja ein bisschen. Ja, ist klar, Perversling. Soll das Spielzeugauto noch machen? Ja, okay. Ja.
Okay, ich mach das jetzt nicht, das dauert zu lange. Ja, okay. Lass mal ein bisschen aber noch Hinweismünzen suchen oder so. Hier gab's so ein verstecktes Rätsel. Ja, okay, das müssen wir jetzt machen. Ja. Stell dir mal vor, du würdest hier wohnen, dann würdest du doch gewiss nie aus dem Haus gehen. Doch. Man will ja den ganzen Tag in so einem scheiß Haus wohnen. War 68 davor? Ja, 68 war davor. Aber okay, ist einfach. Die weiße Katze. Warte! Eine Ladenbesitzerin zeigt auf eine Reihe Katzenfiguren und äußerst seltsam ist. Rot steht neben Blau. Schwarz ist nicht weiß. Was? Schwarz ist nicht weiß, was für eine Aussage. Grün ist nicht grün. Blau ist die dritte Katze neben Schwarz. Rot steht neben am Rand. Außer welche Katze ist weiß? Check ich nicht. Rot steht neben Blau, richtig. Schwarz ist nicht weiß. Grün ist nicht grün? Hä? Blau ist die dritte Katze neben. Falsch. Rot steht am Rand. Richtig, hä? Soll es so eine Verarschenfrage sein? Ich glaub schon. Das ist meine Antwort. Verdammt! Nee. Hallo, es war 50. Warte mal. Das ist aber peinlich. Halt die Fresse, kleiner Bastard. Betrachtungsweise? Ja, betrachtungsweise. Was steht da? Ah, 10 Uhr. Nee, warte mal. Du hast deine Zeit. Und meine Zeit. Zum Aufnehmen. Warte, Rot steht neben Blau. Schwarz ist nicht weiß. Grün ist nicht grün, Blau ist die dritte Katze neben Schwarz. Also muss es das sein. Grün, ne? Ja. Wie wäre es hier mit? Ja. Bei der dritten Aussage kann man es schon sagen. Ich wusste es. Aha. Was? Ja. Ich bin stolz auf dich, ja. Du musst ja ein Spielzeug also laden, es gab ich draußen noch weniger Kinder. Hinweismünzen. Ja, das Ding. Hey, okay. Okay. Und wir sehen uns im nächsten Part.